Ich bin da, um den zweiten Kandidaten anzumoderieren. Der zweite Kandidat hat Werkstoffwissenschaften studiert, hier begonnen 2010, erst den Bachelor, dann den Master. Hat sich in seiner Masterarbeit beschäftigt mit Brandgassensorik, was ich super spannend finde. Aber als ich ihm verboten habe, Pyrotechnik in die Bibliothek einzusetzen, hat er spontan gesagt, na gut, dann mache ich was aus der Bachelorarbeit. Und in seiner Bachelorarbeit hat er sich mit Ultraschallverfahren zur Materialuntersuchung beschäftigt, wenn ich das hier richtig wiedergebe. Und hat offensichtlich aber auch hilflose Insekten dabei sich vorgeknöpft. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Flotte Biene? Nicht hilflose Insekten? Ja, also, René Böttcher, Feuer frei, viel Spaß. Man hört mich? Gut. Ich muss jetzt aufpassen und sagen, es hat Gott sei Dank nichts mit harmlosen Insekten zu tun. Ich werde das gleich erklären. Ja, schön, dass ich als Zweiter dran kam. Wie Ratze schon gesagt hat, ne, wir treffen uns gleich in der Bar. Du kannst schon mal Shots bestellen. Die mich kennen, werden wahrscheinlich extrem wenige in diesem Raum sein, wissen, dass ich eher der schüchterne Typ bin, besonders wenn ich Leute vor mir habe, die ich nicht kenne. Daher würde ich sagen, ihr kennt mich jetzt, wir machen eine kurze Vorstellungsrunde, jeder sagt mal seinen Namen und dann machen wir weiter. Also auf drei sagt mal jeder seinen Namen, 1, 2, 3. Hallo Tim. Gut, und dann möchte ich jetzt direkt einsteigen. Ich möchte euch heute so eine Art, ja, so eine Liebesgeschichte erzählen, so eine ganz besondere Liebesgeschichte, die sich vielleicht jeder schon mal erlebt hat. Ne, man steht zusammen wie der Fels in der Brandung, ja. Man schwimmt gemeinsam gegen den Strom und fühlt die Wärme wahrer Liebe. während meines Studiums, wie das vielleicht einigen Studenten so geht, geht es natürlich darum, ja, mal so richtig Ruhm und Ehre einzuheimsen, ne? Neue Gefilde zu erkunden und schlussendlich glücklich zu werden mit dem, was man tut. Witzige Anekdote, dieses Bild findet man, wenn man bei Google Reicher Pinkel eingibt. Ich habe mich mit Ultraschall beschäftigt. Wie einige von euch bestimmt wissen, kennt man Ultraschall aus verschiedenen Sparten, so medizinischer Ultraschall, ne, Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen und so, Automobilindustrie, so Werkstoffprüfungen in Richtung Fehlerprüfung und so weiter. Ja, dazu würde ich jetzt gerne erstmal klären, was ist denn eigentlich Schall? Ja, Schall ist das, was wir hören. Manches klingt besser, manches schlechter, ne? Vielleicht kennt noch der eine oder andere Sonic. Ja, wer noch die alte Sega-Konsole kennt, der hat Sonic gespielt. Mein Bruder, der ist alt genug dafür. Ja, und Ultraschall ist per physikalischer Definition eine mechanische Schwingung, die sich in einem elastischen Medium ausbreitet. Ja, nehmen wir das mal auseinander. Wir haben also Teilchen mit einer gewissen Masse, die Schwingung durchführen. Ne? Also wir regen diese Teilchen an zum Schwingen und dann... Also das ist wie ein Pendel, kein Federschwinger, da kommt es nicht auf die Masse an, ne? Also wie groß die Masse ist. Und wir brauchen das elastische Medium und wie vielleicht der eine oder andere Star Wars-Fan weiß, in Star Wars geht es ja richtig chaotisch zu, ne? Da geht es so piu, piu, und dann explodiert da was im Weltraum und klasse. Ne? Eigentlich hört sich das ungefähr so an. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist ein bisschen langweilig, wenn man da 2 Stunden im Kino sitzt und ja, das war's. Ne? Gut, jetzt haben wir ja Schallwellen. Was ist also eine Welle? Wellen hat jeder schon mal von uns gemacht, ne? Also als kleiner Kind in der Pfütze. Oder wenn man im Schwimmbad war, bei einer Arschbombe. Ne? ja, oder vielleicht auch in der Badewanne. Ne? Das kennt also jeder. Manche von euch waren da vielleicht besser im Welle machen als andere. Ne? Also das kennt man. Ja, was ist jetzt genau eine Welle? Eine Welle ist die Ausbreitung einer zeitlich oder örtlich veränderlichen Größe. In dem Fall von Schall, also Ultraschall, hat man Druck oder auch die Dichte, die sich da verändert. Und dabei herrscht Energietransport ohne Massetransport. Das heißt, die Teilchen bleiben, wo sie sind. Die Energie bewegt sich durch den Körper und die können wir dann messen. Und ja, also Wellen kennt jeder, ne? So eine Wasserwelle. Explosionswelle kennt man auch und man unterscheidet da in verschiedene Arten von Wellen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz verschwinden, gleich wieder da. Ich brauche ein Bier. So.
Der Erste, der jetzt auf der Bühne ist, bekommt von mir dieses handelsübliche Bier geschenkt. Ich brauche mal schnell einen Freiwilligen. Wer kann... Ah, wunderbar, wunderbar. Er hat sich schon gut platziert heute. Einen kräftigen Applaus. So. Ich möchte jetzt mal kurz zeigen, welche typischen Wellenarten bei mir so eingesetzt wurden. Und zwar haben wir da einmal die Longitudinalwelle. Ja, das sind dichte Wellen. Das bedeutet, da wird Energie in Ausbreitungsrichtung übertragen. Das sieht dann ungefähr so aus. Ja, also so geht das dann die ganze Zeit. Und dann, ja, das war schon die Welle. Also eigentlich relativ einfach, denke ich. Ne? Und dann haben wir noch eine zweite Art von Welle, nämlich die Transversalwelle. Und die geht ungefähr so. Da macht er nicht viel, ne? Das ist blöd, weil im Moment stellen wir eine Flüssigkeit oder ein Gas, also kurz ein Fluid dar, da haben wir keine Scherkräfte. Also Querkräfte zwischen den Teilchen werden nicht übertragen, aber wir haben ja Festkörper. Und in den Festkörpern besteht dann eine Bindung. Und da geht das dann ungefähr so. Ja, macht das schon sehr eindrucksvoll, ja? Ja, so sieht das ungefähr aus. Und diese zwei Wellenarten, die sind für mich bedeutsam. Kräftigen Applaus für meinen Assistenten und das versprochene Bier. So, jetzt sind wir ja gerade im Flow der Definitionen, also machen wir da direkt mal weiter. Was ist Ultraschall? Ultraschall ist Schall, also das, was wir hören, nur deutlich höher. Also wir haben da eine Frequenz von ungefähr 20 Kilohertz, das ist so die Hörgrenze des Menschen. Manche hören ein bisschen schlechter, besonders die kleinen Kinder, die wollen manchmal gar nicht hören. Wobei die eigentlich die Frequenzen besser hören als erwachsene Menschen. Wir haben dann in der Werkstoffprüfung so Frequenzen im Bereich von 1 bis 100 Megahertz. Und der Ultraschall ist jetzt quasi der Superheld des Schalls. Deswegen heißt er Ultraschall. Der verwandelt sich also, wer Dragon Ball kennt, ne? Super Saiyajin und so, genau dieses Prinzip. Ja. Und dann verwende ich das Impuls-Echo-Verfahren und untersuche jetzt meinen Werkstoff. Wir haben also hier so den Werkstoff, ne? Und dann haben wir da drin einen Fehler und setzen den Prüfkopf auf, der ist hier. Und dann beschallen wir das. Da geht also der Schall rein, trifft auf den Körper und aufgrund von Dichteunterschieden kommt er nicht rein in den Fehler, sondern wird zurückreflektiert. Also der winkt, ja, und dann geht es zurück. Das kennt man, wenn man im Club ist und da ist eine Gruppe von Leuten, die sind ziemlich dicht, da ist es schwierig reinzukommen. Wenn man aber mit dem gleichen Pegel ankommt, dann funktioniert das auf Anhieb. Wenn ich jetzt weiß, wie weit dieser Fehler weg ist oder ich weiß, wie schnell meine Schallgeschwindigkeit ist, kann ich bestimmen, wie tief der ist. Und daraus kann ich wiederum dann andere schöne Sachen machen. Kommen wir gleich noch drauf. So, das Echobild sieht dann ungefähr so aus. Also wir haben dann so ein Echo nach dem anderen. Ne? Das geht also, der Schall geht immer hin und her. Und dann haben wir auf der Zeitskala hier verschiedene Echos. So, dann kann man das aber auch noch so machen, dass wir die Rückwand des Werkstoffs nehmen. Oder eine definierte Kante oder irgendeine Stelle, wo wir wissen, wie weit das weg ist. Funktioniert also genauso. Und wir nehmen dann die Dicke der Probe und gut. So, und je nachdem, wie der Werkstoff jetzt innen drin aussieht, bekommen wir verschiedene Echobilder. Ne? Das sieht dann ungefähr so aus. Ist jetzt ein bisschen idealisiert. In Wirklichkeit sieht das nicht ganz so einfach aus, nämlich so. Ne? Also das ist ein bisschen komplizierter. Na, man sieht den Unterschied. Gut, das Schöne an der Geschichte, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, ist, dass man in der Schallgeschwindigkeit das E-Modul, das G-Modul, die Querkontraktionszahl und die Dichte findet. Und das E-Modul und G-Modul sind wichtige Größen, um Werkstoffe zu charakterisieren, die zum Beispiel in der Karosserie von einem Auto verbaut werden. So, das möchte ich jetzt mal ganz kurz herleiten. Also, nein, anstattdessen, ich habe mich dagegen entschieden und möchte euch lieber Bilder von süßen Hundebabys zeigen. Bisschen eindrucksvoller, ne? So, und nach ein bisschen Herleiten haben wir dann hier so drei schöne Formeln und da seht ihr, da stecken hier die Schallgeschwindigkeiten transversal und longitudinal drin und dann bekommen wir halt diese schönen Werte. Normalerweise wird das in der Werkstoffwissenschaft so gemacht, dass wir einen Zugversuch machen. Das ist leider, ist zum Glück nicht ganz so, wie das hier aussieht, ne? Zumindest sieht das nicht ganz so angestrengt aus. Der Ingenieur bedient sich der Zugmaschine, nimmt eine Probe, zieht die auseinander, misst die Kraft über Dehnungskurve, die sieht dann so aus. Und dann findet man hier unten in der Geraden, in dem Anstieg auch das E-Modul. Und da gibt es verwandte Verfahren, in denen Sachen gezogen, gedrückt, geschert werden. Und dann kommt man auf diese Größen. Das ist aber blöd, weil das ist zerstörende Werkstoffprüfung. Und ja, wir wollen natürlich möglichst das Werkstück prüfen und hinterher auch noch verwenden. Ja? Und der nächste Nachteil ist, wir haben hinterher einen Haufen kaputte Proben, die können wir dann wegschmeißen. Also wir tun was für die Umwelt.
muss noch ein bisschen schneller gehen, ne? So, das brauchen wir also alles nicht. Mein Arbeitsplatz sieht so aus, wir haben also hier die Probe, einen Prüfkopf drauf, wir messen die Dicke, ein bisschen Koppelmittel und zapp, zapp, schon habe ich die Schallgeschwindigkeit, schmeiß das in die Formeln und fertig bin ich. Ist doch geil, oder? So, das ist aber noch nicht alles, was ich gemacht habe. Ich habe mich auch mit Fourier-Transformationen beschäftigt und jetzt wird's gut. Das ist die Fourier-Transformation, ich würde sagen, das ist selbstredend. Wir zerlegen dabei das Signal auf der Zeitachse, also den Echoimpuls, in die Frequenzanteile. Also gucken, wie viele Sinusschwingungen welcher Frequenz da drin liegen. Ja, und dann können wir ein Signal in das andere überführen. Also wir können so ziemlich jedes Signal transformieren. Das, wie schön das dann aussieht, ist dann die andere Frage. Gut, dann habe ich mich also hingesetzt, habe mir die Fourier-Transformation genommen, gerechnet, habe schnell gemerkt, okay, oh, das ist ganz schön schwierig, das ist, will ich nicht. Also habe ich mir die Informatik zunutze gemacht, eine Minute habe ich noch, ich weiß, und habe ein Programm geschrieben und das war viel einfacher für mich, das Programm zu schreiben, anstatt das im Kopf zu rechnen. Wer es nicht glaubt, hier steht es schwarz auf weiß, es ist viel einfacher. Das sieht dann ungefähr so aus, dass ich hier so ein Frequenzschema habe von so einem Impuls, filtere hier was raus und dann bekomme ich von dem anfänglichen Ultraschallimpuls eine neue Form, die sieht viel schöner aus, die sieht dann so aus. Und da sehe ich, dass in dem Impuls zwei Echos drinstecken. Das heißt, ich habe es geschafft, die Auflösung zu erhöhen und die Qualität zu steigern der Messung. Und das war das Tolle an der ganzen Geschichte. So, jetzt zu guter Letzt werdet ihr euch fragen, wo war denn da jetzt die versprochene Liebesgeschichte? Wer hat es gesehen? Hat es keiner gesehen? Ha? Der Honig, genau. Als die flotte Biene. Und Moral von der Geschichte, bist du auf der Suche nach einer flotten Biene, dann schau doch einfach mal bei der Ultraschalluntersuchung vorbei.